Hallo und herzlich willkommen bei The Nerdnitz. Ich bin Annette und ich bin der Nerd. Und ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und hier erzähle ich dir jede Woche, was ich die vergangenen Tage so gewerkelt habe. Ich bin also Annette. Ich wohne hier mit meinem Freund und den beiden Kindern, einem Hund und drei Kaninchen im schönen Allgäu. Es ist wirklich schön diese Woche. Ich hoffe, das Wetter hält durch bis zum Wochenende, insbesondere bis zum Sonntag. Oder kommt am Sonntag zurück, weil wir da ein kleines Familienfest haben. Ja, und eine Woche ist es her für euch. Für mich ist es keine Woche. Ich habe letzte Woche Freitag aufgenommen. Heute ist es Mittwoch und dementsprechend, ja, fühle ich mich, als hätte ich gar nichts gestrickt, was natürlich nicht stimmt. Aber eine Woche ist nicht viel Zeit und 5 Tage schon gar nicht. Und ich zeige euch das jetzt einfach. Also es wird heute ein kurzer Podcast. Das werdet ihr wahrscheinlich an der Zahl unten schon mal erkannt haben. Man hat nicht jede Woche die Zeit oder so viele zusätzliche Beiträge einzublenden und all sowas. Was ich vorwegnehmen wollte. Da hat mich eine Zuschauerin draufgebracht letztes Mal. Die fand nämlich eure ganzen eingereichten Beiträge super und hat gemeint, sowas könnte man eigentlich ruhig öfter mal machen. Das finde ich auch. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Vorstellungsrunde, eine zweite starten, aber wenn ihr jetzt zu Hause was strickt, bei dem ihr sagt, hey, das gehört eigentlich auf meinen Podcast, das ist so toll, das zeigt keiner, nie, dann schickt mir den Link. Also, macht ein Video davon. Erklärt gern, wer ihr seid. So ein bisschen eine Vorstellung gehört da schon auch dazu. Also, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Keine Ahnung, wie lange strickt ihr? Irgendwie sowas. Und was ist das für ein Projekt? Also, ein bisschen was über das Projekt erzählen. Wie lange habt ihr dran gestrickt? Was für Wolle habt ihr verwendet? Wie war's? Wie ist die Anleitung? Das interessiert uns immer alle. Und ja, und wenn ihr das gemacht habt und mir dann das Video schickt, egal ob ihr das jetzt per WhatsApp macht, falls ihr meine Nummer habt, oder bevorzugterweise über sowas wie Send Anywhere, wie wir das jetzt gemacht haben, kann auch jeder andere Anbieter sein, der sowas unterstützt, dann nehme ich das mit rein in den Podcast. Genau, also das wäre schön, wenn wir dann in Zukunft so ein paar Ausblicke hätten, auch jenseits meines Tellerrands. Und ja, darüber würde ich mich freuen. Also wenn wer da mitmachen mag, das wäre super. So, kommen wir zu dem, was ich gestrickt habe. Und wie immer stelle ich voran, dass das hier eine Dauerwerbesendung ist, weil ich euch Dinge in die Kamera halte, wie Wolle, Nadeln, Anleitungen, all sowas. Und das kann man als Werbung verstehen, wenn man es möchte. Und deshalb ist es in Zweifel welche. So. Ich habe an 3 Projekten weitergearbeitet. Ich habe nichts gehäkelt. Ich habe nichts genäht. Ich habe nichts gespickt. Gesponnen. Gespickt. Ich kann auch Deutsch. Manchmal. Also ich habe nichts gesponnen. Ich habe aktuell einen Färbetopf auf meinem Herd. Da ist Wolle drin für eine der Gewinnerinnen von letzter Woche. Tatsächlich wollten beide das Grün nicht haben. Keiner mag mein Grün. Ja. Was ich ein bisschen schade finde. Aber den Rest hier darf es freuen, weil ich das mit Sicherheit bei Gelegenheit dann doch mal verlosen werde. Aber heißt, ich muss jetzt färben. Mit einer erfolgreich, beendet ist sie noch nicht, aber ein gutes Stück weitergekommenen Baustelle hinten auf meiner Terrasse und diesem Familienfest am nächsten Sonntag ist die Zeit ein bisschen knapp und ich muss gucken, wann ich das hinbekomme. Ja, was ich diese Woche geschafft habe, ist ein paar Reihen an meinem grau-grünen Tuch. Ein Stola. Also das ist so eine Art Kiwi von der Farbe hier. Eine leuchtende Kiwi. Und ein Mittelgrau. Und daraus stricke ich eine Stola. Habe ich selbst designt, damals für den Adventskalender. Und so langsam, aber sicher
wird es dann auch mal Zeit, dass das Ding fertig wird. Die eine Seite ist fertig. Also ich bin jenseits der 50% Marke. Hier ist die Mittellinie und die sieht man ein bisschen, nicht so doll, ein bisschen sieht man sie. Und das hier ist die fertige Seite. Und die andere Seite wird genauso, nur natürlich gedreht. Und das bedeutet, dass der Strich, der jetzt aktuell von hier von oben nach unten verläuft, auf der Seite von unten nach oben läuft. Und ja, man sieht schon, das ist das, was ich geschafft habe. Irgendwie nicht so besonders viel. Es zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi, ganz ehrlich. Ergebnis finde ich schön, aber so eine Stola stricken ist, glaube ich, nicht mein Lieblingsprojekt. Das ist so ein bisschen wie Schal stricken, nur in Breite. Und Schals mag ich auch nicht. Aber ja, muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen vorwärts komme. Die Wolle auf jeden Fall, die ich verwende, ist von Monika von Momas Wollwelt, war in ihrem Adventskalender. Kann man sich bei ihr aber auch, also in diesen Unifarben oder fast Unifarben, guck, das ist nicht. Es ist nicht komplett solid. Es hat keinen Farbverlauf drin, das heißt, es wird jetzt nicht von Gelb nach Grün wandern oder irgendwie so, sondern es sind immer die gleichen Farben, aber es ist nicht. Es sind keine vier gleichen Farben und das Ganze so ein bisschen, wie soll man sagen, damit es ein bisschen lebendiger aussieht, denke ich doch. Gefällt mir gut. Sowas kann man sich bei ihr wickeln lassen. Und ja, dann auch was einfarbiges stricken. Das ist eine schöne Sache. Es ist nicht so warm, also gerade für die kommende Zeit jetzt im Sommer. Das ist natürlich Baumwolle Acryl, durch den Acrylanteil nicht ganz so schwer wie Baumwolle pur, aber und es ist vor allen Dingen angenehmer zu verstricken durch diesen Acrylanteil. Ich finde Baumwolle pur ist anstrengend für die Hände, das stricke ich nicht gern, das strickt sich ganz gut. Nachteil ist halt, dass es ein gefachtes Garn ist und es passieren kann, dass man nur 3 von 4 Fäden erwischt oder auch mal nur 2 von 4 Fäden. Und je nach Perfektionismus-Typ ist das anstrengend. Wenn man dann damit leben kann, dass da einer der Fäden weghängt, dann ist es kein Problem. Ansonsten muss man halt zurück. Ja. So. Erstes Projekt schon abgehakt. Das zweite Projekt ist eigentlich auch eher unspektakulär. Ich stricke seit ungelogen Monaten daran. Die erste. Da machen sich ja manche Leute immer ein bisschen, amüsieren sich so ein bisschen über den Socken. Es ist einfach so ein im alemannischen Sprachraum und aus dem komme ich. Das ist der Socke. Der Socken eigentlich. Ja, also der Socke. Der erste Socke ist schon lange fertig. Die erste Socke, ich weiß schon. Schon lange ist gut. Also ich habe die angefangen, ich glaube im Januar. Es wird einfach Zeit, dass die jetzt mal fertig werden. Also eine Socke fertig. Ich habe diese wunderbare selbststreifende Sockenwolle dran. Das ist von Heavierland aus den USA, die so färbt. Relativ kostspieliges Vergnügen, insbesondere weil hier natürlich auch noch der Versand dazu kommt, findet man auf Etsy. Also wenn ihr heavierland.etsy.com eingibt, ne, könnt ihr jetzt hier lesen, heavierland.etsy.com, dann kommt ihr auf ihren Shop. Heißt A Tip Top Kaleidoscope of Cool, diese Farbe. Ich glaube, das war so eine, also ich glaube jetzt nicht, dass ihr genau die nochmal bekommt, weil die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und ja, hat lang bei mir rumgelegen, bevor ich mich getraut habe, sie anzuschlagen. Die war mir immer so ein bisschen zu schade. So, dazu habe ich kombiniert ein unifarbenes Regia-Knoll in fast der gleichen Grünfarbe, die hier auch drin ist, für das 1-1er-Bündchen, für eine Bumerang-Ferse ohne Zwischenrunden und für eine Bändchenspitze.
Ja, also Socke 1 eine ganze Weile fertig. An Socke 2 muss es jetzt dann langsam weitergehen. Das letzte Mal habe ich euch die gezeigt. Und da war ich mitten in der Ferse. So, also ich habe den Schaft gestreckt gehabt und dann ein bisschen zusammengegruselt, weil ich das dann mitgenommen habe. Das ist ja so mein Ergotherapie-Projekt. Nehme ich immer mit, wenn ich am Montag mit dem Kleinen dahin fahre. Und am Samstagabend sind wir ins Kino gegangen und haben Dr. Strange angeguckt. Das war ein toller Film. Hat großen Spaß gemacht. Ich fand ihn super. Und natürlich muss ich im Kino stricken. Jetzt habe ich aktuell... ich hatte dann noch meine 52 Weeks of Socks Socken dabei. Also auf der Nadel natürlich. War aber da an keiner guten Stelle, an der ich das jetzt im Dunkeln hätte stricken können. Und habe mich deshalb dazu entschlossen, die hier mitzunehmen. Weil es natürlich ins Dino... Allerdings war ich das letzte Mal mitten in der Ferse. Das heißt, ich habe im Dunkeln erstmal die Ferse zu Ende gestrickt. War kein Problem. Und dann habe ich am Samstagabend und am Montag dann das hier hinbekommen. Und ich habe jetzt, also ich habe den Fuß mit Rot angefangen, habe einen zweiten roten Streifen. Und wenn man sich jetzt die fertige Socke anguckt, ne, eine rote Streifen, die zweite, dann kommt noch eine rote Streife. Ich bin jetzt bei Gelb. Also an der anderen Socke bin ich jetzt ungefähr hier. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr viel. Ich habe die berechtigte Hoffnung, dass ich das hoffentlich bis nächste Woche hinbekommen sollte. Und wenn nicht, dann übernächste Woche. Also auf jeden Fall noch im Mai und dann sind sie fertig, was eine super Sache wäre. Und damit hätte ich dann auch mein Strick-Sex im 2022-Projekt für Mai, Juni erfolgreich geschafft. Ja, also das ist das. Ich habe 60 Nadeln auf den Maschen, ja, so ähnlich. Und ich finde einfach die Farben so toll. Ganz tolle Wolle, macht ein sehr, sehr schönes Maschenbild, wie ich finde. Zu sehen. Es ist total zerkruschelt. Ah, vielleicht da unten, da sieht man es besser. Aber sie macht ein sehr, sehr schönes Maschenbild und macht Spaß zu verstricken, weil man natürlich schon auch zum nächsten Streifen kommen möchte. Das ist jetzt im Kino nicht so. Das ist eher so, wie viele Streifen habe ich denn in den letzten 2 Stunden geschafft? Ja. So, wer auch sich überlegt, den Dr. Strange Film anzugucken, ist eine gute Sache. Falls ihr die Serie WandaVision noch nicht gesehen habt, dann wäre das vorher ein Tipp, das vielleicht mal noch anzugehen. Die hat nicht so furchtbar viele Folgen, glaube ich. Ist aber eine gute Grundlage, damit man so ein bisschen die Story versteht. Ja, und dann habe ich noch ein Projekt, das ich euch zeigen kann. Und das ist ein fertiges Projekt, juhu, juhu, nämlich die aktuellen Socken von 52 Weeks of Socks. So, ich zeige euch die erstmal nochmal hoch. Das war die 22. Und das Muster nennt sich Bembe von Dawn Henderson. Ich zeige euch das mal. Ja, also Bild, wie so oft, nicht der Hammer. Weil diese weiten Hosen werfen auf das, was Muster ist, einfach einen Schatten. Die Stino-Fußsohle ist dann hervorragend im Licht, aber die muss eigentlich keiner sehen. Ich weiß auch nicht. Das ist ein zweites Bild, ja, ich glaube schon. Das zweite Bild ist marginal besser, aber auch nicht so der Hit. Dafür sehe ich jetzt nicht, was ihr seht. Ja, Muster an sich. Total einfach. Rechte Maschen, linke Maschen. Bekommt man gut hin. Das war jetzt keine große Herausforderung. Die Herausforderung, die ich hatte, war auf einer anderen Stufe. Und zwar habe ich ja für den Mai die Farbe Braun gezogen in meinem Regenbogen-Stash-Along. Und Braun ist keine Farbe, die ich oft verstricke. Braun ist auch keine Farbe, die ich oft in meinem Stash habe. Und
Und deshalb hatte ich gar nicht viel Auswahl. Ich bin an meine plastikfreie Sockenwollkiste gegangen, weil ich wusste, dass ich da ein braunes, ja, braune Wolle drin hatte für ein paar plastikfreie Socken. Und zwar habe ich da drin, und ja, das ist natürlich keine Sockenwolle, das ist mir bewusst, von Holstgarn die Super Soft. Ah, es ist Super Soft, das ist 100% Wolle. 50 Gramm haben 287 Meter, ist also relativ dünn. Und die Farbe, die ihr hier seht, das ist Cinnamon, also Zimt. Ja, die Pflanzenleuchte macht da so einen leichten Rotstich draus. Tatsächlich ist es gar nicht sehr rotstichig, eher ein gelbstichiges Braun. So kommt das ganz gut rüber. Ja, Super Soft heißt sie, Super Soft ist sie nicht. Es ist eine Wolle, die deutlich kratzt. Ich weiß, die wird weicher nach dem Waschen, aber in dem Moment, wo ich sie verstricke, kratzt sie. Und zwar eben auch an den Finger zum Beispiel, auf dem sie drüber läuft. Was für empfindlichere Menschen durchaus ein Problem sein kann. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht ein bisschen fester strickt und da so ein bisschen Zug auf der Wolle ist. Sie ist überhaupt nicht reißfest. Das ist kein Problem beim Stricken, aber wenn man die abreißt, das ist einfach, da braucht es überhaupt nichts. Ne? Also. Und ja. Und sie macht beim Verstricken tatsächlich kein besonders schönes Maschenbild. Ich habe mir jetzt einen Spaß gemacht. Ich habe beide Socken fertig. Und ich habe eine Socke gewaschen und eine Socke habe ich nicht gewaschen. Jetzt sitze ich hier und ich kann den Unterschied ertasten. Ich habe auch die Kinder, kennt ihr das von Asterix und Obelix, wo sie bei den Olympischen Spielen sind? Sie sind nicht bei den Olympischen Spielen, sie haben diese Aufgaben, um rauszufinden, ob sie Götter sind. Und ziehen da durchs Land und müssen gegen den besten Speerwerfer der Welt antreten und gegen irgendeinen ganz schnellen Menschen ein Wettrennen gewinnen. Und das schaffen sie alles und dann irgendwann kommen sie zu einer Prüfung zum Weißen des Gipfels. Sie müssen auf diesen Berg hoch und wissen, da oben wartet eine Aufgabe auf sie. Und dieser Weiße des Gipfels verbindet Asterix die Augen und hat für ihn die Aufgabe rauszufinden, welcher Wäschestapel mit Olympia gewaschen worden ist, Olympia, dem Waschmittel der Götter. Ja, so ein bisschen eine Anspielung auf Waschmaschinen, auf Waschmittelwerbung. Ich fand es großartig nach wie vor, habe das schon als Kind gern angeguckt und gucke es jetzt immer noch gern mit meinen Kindern. Und dieses Spiel mit diesen beiden Wäschekörben drauf, und das eine ist ein Brett und das andere macht Schub, Schub und der Asterix weiß natürlich, was es ist. Das haben wir hier auch gespielt. Und ich kann es euch jetzt natürlich nicht zum Anfassen geben, aber so, das sind die beiden Socken. Und jetzt haben wir mal kurz den Test. Einmal. Zweimal. Also das hier fällt. Ne? Das ist gewaschen. Die ist weich, die ist beweglich. Wenn ich das Ganze jetzt hier mit der nicht gewaschenen mache, also einmal durchklappen und dann über den Finger legen, sieht das so aus. Deutlicher Unterschied zu erkennen, ich glaube schon. Wenn man sich das Maschenbild anguckt, ich stricke eigentlich relativ regelmäßig, das sieht man jetzt nicht so wahnsinnig. Was auch ist, und da bin ich jetzt gespannt, ob ich das in der Kamera hinbekomme, ist, dass das hier vor dem Waschen, ja, man sieht es. Also ihr seht mich quasi durch das Maschenbild durch. Ich stretch das jetzt nicht, sondern es ist einfach so. Das ist löchrig. Und da überlegt man sich dann schon, wird das was, wird das nichts. Egal, ob ich jetzt mal Socken stricke oder ein Pullover. Aber jetzt kommt der Vergleich. Das hier ist die gewaschene Socke. Und ja, es ist viel gleichmäßiger. Es ist total aufgeflufft. Das ist das, was man unter Auffluffen, was die Podcaster immer meinen. Das heißt, die Lücken schließen sich.
Es ist total weich. Also es ist immer noch nicht. Es ist jetzt nicht schmuseweich. Es ist keine Merino-Seide. Und es ist jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich das um den Hals packe. Also ich könnte es jetzt, ich bin aber auch nicht sehr empfindlich. Die ist vergleichsweise weich geworden. Auf jeden Fall so, dass man keine Angst haben muss, dass die am Fuß irgendwie wehtut. Ich könnte die auch am Bauch auf nackter Haut tragen. Das ist alles kein Problem für mich. Ich weiß, dass es da Leute gibt, denen geht es anders. Ich weiß aber auch, dass die Wolle im Vergleich zu den meisten anderen nordischen Schafwollen tatsächlich relativ weich geworden ist. Deswegen heißt die vermutlich so. So, kommen wir mal zum Muster. Und ich habe mich zur Abwechslung tatsächlich mal ziemlich genau dran gehalten. So, wir haben einen Stinofuß. Aber als ich am Samstag im Kino saß, war ich noch nicht so weit, natürlich nicht. Aber erst am Freitagabend angefangen zu stricken. Man hat ein sehr, sehr kurzes Bündchen. Und dann kommt das. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Karo-Muster-Socken, die es gibt. Gefällt mir tatsächlich gut. Ja, also man hat hier ganz viele, denke ich mal, schon, dann werden es immer weniger. Dann hat man dieses Kreuz. Und dann werden es wieder mehr. Und dann kommt eine Käppchenferse. Tatsächlich eine Herzchenferse. Und wie gesagt, der Stino-Fuß. Ich packe die andere mal auf das gerade Sockenbrett. Dann kann man es nochmal angucken. Ja, also das wären Socken für meinen Freund. Zeige das euch jetzt nochmal von vorne. Also das Muster kommt tatsächlich besser raus in dem Teil, der nicht gewaschen worden ist. Das muss man auch mal noch sagen, ne? Ja, also diese Riefe hat die Socke hier auch, aber da verläuft die einfach genau hier hinten, beziehungsweise genau hier vorne. So sehen die aus. Ja, schönes Muster. Nicht kompliziert. Gar nicht, wer, also selbst wenn man jetzt dieses Muster auf Englisch hätte und man spricht kein Englisch, das bekommt man schon irgendwie hin. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Ich muss euch noch eine Zahl ziehen und dann gucken wir mal, was das wird. Ja, schon fertig. So, Also, die 13 ist es ist geworden. geworden. Artichoke. Artichoke. Und Und tatsächlich tatsächlich ist ist das das eine eine sehr sehr schöne schöne Socke Socke zum zum einen einen und und zum zum anderen. anderen. Das Das ist ist ein ein sehr sehr schönes schönes Foto, Foto, weil weil man man kann kann die die Socke Socke erkennen. erkennen. Das Das ist ist das das nicht nicht großartig? großartig? Ja, Ja, also also so so sollten sollten eigentlich eigentlich für für mich mich Fotos Fotos sein sein von von Socken Socken in in solchen solchen Büchern. Büchern. Die Die sind sind an an einem einem Tellerrolle Tellerrolle gestrickt. gestrickt. Was Was bedeutet, bedeutet, dass dass ich ich das das Muster Muster erkennen erkennen kann? kann? Da Da ist ist kein kein Schatten Schatten auf auf den den Socken. Socken. Man Man kann kann die die ganze ganze Socke Socke sehen. sehen. Die Die Socke Socke ist ist nicht nicht super super klein klein und und alles alles drumherum drumherum ist ist super super groß. groß. Ja, Ja, gern gern mehr mehr davon. davon. Ich Ich weiß, weiß, da da manchmal manchmal hat man hat so man ein so ein bisschen bisschen künstlerischen künstlerischen Anspruch Anspruch und und so, so, aber aber ich ich frage frage mich mich dann dann immer, immer, wie wie weit weit dieser dieser künstlerische künstlerische Anspruch. Anspruch. Und Und schöne schöne Fotos Fotos zu zu machen, machen, ist ist ja ja natürlich natürlich eine eine schöne schöne Sache. Sache. Aber Aber was was habe habe ich ich als als Sticker Sticker davon, davon, wenn wenn ich ich die die Socken Socken nicht nicht richtig richtig erkennen erkennen kann? kann? Genau. Genau. Also Also das das wird wird die die Socke Socke für für nächstes nächstes Mal. Mal. Was Was brauchen brauchen wir wir denn? denn? Eine Eine Farbe, Farbe, das das ist ist klar. klar. Sie Sie hat hat ganz ganz normale normale Sockenwolle Sockenwolle verwendet. verwendet. Ja. Ja. Genau. Genau. Also Also werde werde ich ich das das auch auch schon. schon. So, So, und und damit damit sind sind wir wir am am Ende. Ende. Ich weiß Weiß nicht, nicht, ob ob es es mir mir nächste nächste Woche Woche Mittwoch Mittwoch reicht reicht zum zum Aufnehmen. Aufnehmen. Ich Ich muss muss mal mal gucken. gucken. Ihr Ihr lasst lasst keine keine Maschen Maschen fallen. fallen. Ich Ich wünsche wünsche euch euch ein ein wunderschönes wunderschönes Wochenende Wochenende und und bis zum bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Ja, Ja, jetzt jetzt noch noch das. das. Lasst Lasst mir mir doch doch gern gern unten unten in den in den Kommentar Kommentar soll soll es es sein, sein, dass dass ihr ihr es es bis bis zum zum Schluss Schluss geschafft geschafft habt. habt. Kleines Kleines Herzchen Herzchen da. da. Würde Würde mich mich mal mal interessieren, interessieren, wer wer das das tatsächlich tatsächlich bis bis zum zum Ende Ende schaut. schaut.
Wenn ihr jetzt kein Herzchen habt, weil ihr ein PC ist, dann könnt ihr das Herzchen gerne irgendwie in den Kommentar verpacken. Muss also kein Emoticon sein. Was ich auch ganz toll finde, wenn wir schon beim Thema Emoticons sind, ist die neue Funktion bei WhatsApp. Wenn man da lange auf dieses Bild geht, dann kommt halt bei mir, also ein Apfel, oben drüber so eine Leiste und ich kann das Bild dann zum Beispiel herzen, was ich toll finde, weil damit kann ich, ohne dass ich jetzt diese Gruppe, in der ich gerade bin, voll Spammer mit lauter Herzen und alles, was gut gefällt, kann ich demjenigen zeigen, hey, das hast du echt toll gemacht. Ja, also das finde ich super gut. Da werde ich fleißig in der Strick-Section 2022 gucken und freue mich jedes Mal, wenn ich das habe. Weil ich Gruppe nicht voll spammen und trotzdem ein Feedback geben kann. Das ist eine ganz tolle Sache. So, und jetzt lasse ich euch wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.